Willkommen zurück zu Ripened Tingles Balloon Trip of Love. Beim letzten Mal haben wir eine Schleuder erhalten und dem alten Peter eins vor die Nase geballert. Außerdem haben wir seine Schlüssel geklaut. Aber wir durften uns dann seine Hütte umsehen, um zu gucken, ob wir da nicht irgendwas brauchen können. Hat er selber gesagt. Ja. Des Weiteren haben wir hier immer noch diese wunderschöne Karte und das Einzige, was wir hier noch nicht beschriftet haben, ist eigentlich der Landeplatz des Aliens oder wie er das nannte. Hier, Alien. Ja, perfekt. Ohne Els. Super. Ja, und dann gehen wir jetzt mal zum letzten Krähennest, beziehungsweise zum zweiten Krähennest. So viele gab es ja davon nicht. Ganz abgesehen davon sollten wir eigentlich in der Lage sein, jetzt wo wir hier die Schleuder haben, flump, haha, plus 5 Rubine, auf diese lustigen Zielscheiben hier zu schießen. Ich liebe ja das Bild von Dingle da unten links in der Ecke, das ist herrlich. Da haben sie irgendwann während Tingles Rosy Rupee Land mal diese Grafik benutzt, um eine Anspielung auf ein altes Boxspiel zu machen. Und jetzt benutzen sie diese Grafik einfach im Spiel. Daumen hoch, warum nicht? Ja, und da wäre die Krähe. Was müssen wir hier nur tun? Ganz abgesehen davon, da vorne ist die Opferstatue. Wir haben doch jetzt eine Opfergabe. Wir haben geröstetes Korn. Ich würde sagen, wir geben das geröstete Korn einfach mal eben hier vorne ab. Du benutzt das geröstete Korn. Ha, sehr gut. Läuft. Prost. Es hat das geröstete Korn gegessen, das du geopfert hast. Frechheit von meinem Korn. Oh, was? Got new secret. Wir haben ein Geheimnis erhalten. The Munching Monk. Der futternde Mönch. Okay, jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir auf Seite 1 und 2 irgendwie Secrets verpasst haben. Die Frage ist, konnten wir die schon kriegen? Kann man hier irgendwie später nochmal zurückkommen? Weil ich habe so das Gefühl, wir haben echt alles erkundet. Also im besten Fall hätten wir vielleicht auf Seite 2 diese komischen Ballonkamele da mit den Kräutern noch weiter vollstopfen können, aber sonst wüsste ich echt nicht, was wir verpasst haben. Ich meine, da war auch die Geschichte mit dem Aktenkopf auf Seite 1, aber ich habe echt keine Möglichkeit gesehen, dass wir da drankommen oder so. Naja, was ist denn, wenn wir den alten... damit abschließen? Gar nichts, okay. Haha, wir können auf jeden Fall die Krähe damit abfeuern. Haps! Gute Arbeit. Wird er wieder angegriffen? Natürlich. Boah, Kakashi wehrt sich. Unglaublich. Kakashi lernt was. Ich hab's genau wie du gemacht. Ich hab keine Angst mehr vor den Krähen. Ja, ist genau wie wir gemacht. Er hat was nach ihnen geworfen. Hier, Mister. Dingle hat die Batterien erhalten. Got new item. Jetzt haben wir zwei davon. Sehr gut. Allerdings ist Kakashis Wurfgeschoss nicht postwendend sofort zu ihm zurückgekommen und hat ihn selber ausgenockt. Außerdem ist gerade der weise alte Mann vom Schweinerücken verschwunden, also haben wir offensichtlich ein Rätsel gelöst. Ich meine, das war jetzt auch nicht so hochkompliziert, muss ich sagen, aber ja, wir haben ein Rätsel gelöst. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück und setzen die Batterien ein, würde ich sagen. Außerdem können wir hier vorne, wo wir gerade hier sind, mal eben flump zusätzliche Rubine absahen, indem wir die Zielscheiben abballern. Es gibt doch bestimmt irgendwie eine Belohnung, wenn wir alle Zielscheiben abschießen, also machen wir das auf jeden Fall mal. Ich würde sagen, dann machen wir nämlich einen Umweg hier unten wieder an der Kiste vorbei. Vor allem haben wir auch einen Schlüssel jetzt hierfür, das ist genauso wichtig, würde ich sagen. Dann können wir erstmal eben die Schleuder rausholen, mal eben da vorne die Zielscheibe noch wegballern. Flump, plus 5 Rubine. Haha. Wieder so hohe Werte. So, und dann sollten wir hierfür jetzt den Tanked Key haben. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er hierfür sein wird. Du benutzt den beschrifteten Schlüssel. Ah, wunderschön. Läuft. Endlich mal ein Schlüssel, der nicht für ein anderes Schloss gedacht ist. Die Box ist voll mit Werkzeugen. Du hast eine Pumpe in einer Ecke entdeckt. Okay. Willst du die Pumpe haben? Ich schätze schon, wenn du schon so fragst. Tingle hat die Pumpe erhalten. Got new item. Oh, soweit so gut. Ich vermute mal, die wird für das Öl gut sein. Das sah zumindest schwer danach aus. Außerdem sind da noch weitere Werkzeuge in der Kiste. Allerdings nichts, das dir nützlich erscheint. Natürlich. 1000 Werkzeuge, aber nichts, das irgendwie nützlich sein könnte. Außerdem ein Kornfeld. Die intensive gelbe Farbe fängt dein Auge. Naja, ne? Ich meine, ich habe schon vorher gesehen, dass ein Kornfeld ist, aber so intensiv gelb ist es eigentlich gar nicht. Jo, dann holen wir mal die Schleuder für die letzte Zielscheibe da vorne raus. Plump. Oh, schade, wir können nicht auf sie schießen. Okay, dann. Bump. Plus 100. Sehr schön. Das war so unsere Belohnung dafür, dass wir alle abgeballert haben, vermute ich. Dann kommen diese blöden Maiskolben da jetzt aus dem Rücken wieder raus. Meine Güte, Kakashi, ernsthaft.
Und können wir noch eine Szene aus ihm rauskitzeln, indem wir... Nein, können wir nicht, schade. Ich dachte, vielleicht können wir noch ein bisschen aus Kakashi rauskitzeln, indem wir das Compartment zumachen und er sieht, oh, das bringt ja gar nichts. Aber offenbar ist dem nicht so. Okay, dann holen wir das Korn da wieder raus und setzen die Batterien dafür ein. Sind ein paar Batterien eingesetzt. Oh, ich verstehe. Ach, so ist das richtig. Ja, und jetzt müssen wir nur noch dicht machen, schätze ich. Eigentlich sollte ich auch schon so funktionieren, wenn das Ding anzeigt, hey, läuft, aber machen wir mal zu. Guten Morgen. Oh, es steht auf. Beep, beep. Wow. Diese Nachricht. Dieser Roboter. Freundlichkeit. Menschliche Emotionen. Beginnend mit nichts. Oder von Anfang an. Mein eigenes. Aha. Hi. Wieder hochfahren. Abgeschlossen. Nicht in der Lage, momentane Position festzustellen. Hi. Oh. Antworte. Wo bin ich? Hey, stopp! Er hat sie gerade aufgeweckt, Miss. Also... Ja, vielleicht nicht unbedingt Tingles Kopf abreißen, wir brauchen die Mütze noch. Du musst dankbar sein! Flump! Meine Güte, der arme Tingle. Dankbar! Versteht nicht. Fahre fort, es ist sinnlos geradeaus zu laufen. Okay, bye. Was jetzt, Mister? Sie ist einfach weggegangen. Ich schätze, wir gehen ihr mal hinterher. Auf der anderen Seite von den Kornfeldern, wenn wir auf die Karte gucken, ist so ziemlich der Eingang. Also gehen wir wohl zum Eingang rüber, schätze ich. Ganz abgesehen davon hat die ganz schön heftig gequietscht. Wäre vielleicht gut, wenn wir Öl mitnehmen könnten oder so. Jetzt gehen wir erstmal gucken, was die eigentlich macht. Und ob wir es auf der anderen Seite wieder antreffen oder so. Okay, Zwischensequenz. Da, Mister! Total unauffällig und außerdem ziemlich lahmarschig. Die muss sich auch wundern, kommt auf der anderen Seite raus, die schon wieder. Gott, die sind aber überall. Hi. Gelbe Steinstraße. Reiserichtung festgelegt. Ziel Stadt. Okay, da wollen wir auch hin. Ich schätze, wir haben neue Reisegefährten. Urteilend von etwaiger momentaner Position. Landung war ein Misserfolg. Offensichtlich. Gehe in Stadt mit manuellen Kontrollen. Was sind manuelle Kontrollen, Miss? Ach, Kakashi. Stell gute Fragen, komm. Ignoriert! Quietsch davon! Quietsch, quietsch, quietsch. Okay. Läuft jetzt hier die ganze Zeit hin und her, bis wir die mal ölen oder so? Ich schätze, wir sollten wirklich Öl besorgen. Ja gut, die geht auf jeden Fall wieder zurück. Die läuft ganz quietschend. Ja, da habe ich auch gemerkt, Kakashi. Das war nicht sehr unauffällig. Ich würde sagen, wir reden mal eine Runde mit Peter, ob er uns nicht im Tausch gegen seine Pumpe ein bisschen Öl gibt oder so. Oder hat er Öl auch als Gesprächsthema? Wir reden erstmal nur mit ihm. Hi. Mr. Peter. Was? Ein Roboter, sagst du? Ja, aber sowas von. Gib mir Öl. Was? Öl? Das tut man in Maschinen, um sie zu schmieren. Das hast du mir schon erzählt, Mann. Sorg dafür, dass sie wieder geschmiert funktionieren. Manchmal tue ich welche... Ja, ja, ja. Mach deine Witze. Ich habe hier eine Pumpe. Möchtest du mir damit vielleicht ein bisschen Öl da vorne rausholen? Eine ölverschmierte Pumpe. Ach, da steht sogar dran, dass sie ölverschmiert ist. Wie nützlich. Benutzt die Pumpe. Das ist meine Pumpe, nicht wahr? Ja, das ist total deine Pumpe. Nun, macht nichts. Das hat nicht wirklich geholfen. Okay, können wir die Pumpe vielleicht hier vorne auf die Fässer anwenden? Ich meine, die sehen zwar ziemlich zu aus und ich glaube, unser Ziel ist erstmal, die aufzukriegen, aber mach mal die Pumpe drauf. Benutzt die Pumpe. Aber der Deckel ist fest drauf. Du kannst die Pumpe nicht anschließen. Ja. Gut, da
Das läuft nicht. Tja, dann kriegen wir wohl kein Öl. Okay, dann gehen wir halt nochmal zu ihr runter und hoffen, dass sich da vielleicht noch weiter was verändert und sie jetzt... Ah ja, tatsächlich. Nicht einfach nur querfeldein wieder laufen wird. Hier geht's tatsächlich noch weiter. Miss! Steigen Sie in das Ding da ein? Vielleicht können wir zusammen in die Stadt gehen. Naja, das Ding da sieht mir nach einer Eine-Person-Kapsel aus. Ich glaube nicht, dass wir da alle reinpassen. Wenn doch, wird's lustig. Beginne Vorbereitungen zum Abheben. Ziel ist die Stadt mit manuellen Kontrollen. Na dann, viel Spaß. Das Ding fliegt momentan gut, wie Tingle festgestellt hat. Wobei, das Ding hat uns auch rausgeschmissen, weil wir nicht registrierter Pilot waren. Mechanisches Versagen. Ich glaube, da hängt jemand fest. Ich glaube, sie kann sich nicht mehr bewegen. Das hast du richtig festgestellt, Kakashi. Willst du noch ein bisschen Stroh reinkippen? Kapitel 3. Mechanische Probleme. Okay, jetzt brauchen wir aber Öl. Okay. Ja. Hi. Gucken wir sie uns erstmal an. Scheinbar ist sie während des Einsteigens festgerostet. Können wir dir reden? Können wir. Alle Gelenke erfahren mechanische Fehler. Okay, keine Dialogoption. Können wir unsere Schleuder einsetzen? Achtung! Haha, kann sie nicht wehren. Feindlichkeit aufgespäht. Feindliche Aktion in Erinnerungen gespeichert. Ups. Ja, nix wie weg hier. Dumm-di-dumm. Nix gemacht. Ich war's nicht. War Kakashi. Ja, jetzt brauchen wir aber Öl. Ich weiß aber nicht, wie wir Öl kriegen sollen. Ich meine, ein neues Kapitel hat angefangen. Erinnert das jetzt vielleicht was? Hast du jetzt neue Dialogoption oder so? Was, ein Roboter sagst du? Vielleicht wollen wir über die Ölfässer reden? Ja, was ist das wegen meinen Ölfässern? Ah, nun, schau mal, das Öl drin. Ach, echt? Wie, das Zeug, das man für Maschinen benutzt. Das haben wir jetzt schon 50 Mal gehört. Willst du ein bisschen Öl? Ach, jetzt habe ich die Option dafür. Okay, scheinbar mussten wir es in Kapitel 3 sein. Warte mal eine Sekunde. Dafür brauchst du die Pumpe, um Öl rauszuziehen. Ja, gut, haben wir. Ach, wo ist sie nochmal? Du weißt es, wir haben sie dir schon gezeigt. Sag mal, Kollege, hab ich dich damit nicht gesehen? Ja, weil wir haben sie dir gezeigt. Nun, dann folg mir. Ich folge dir, die weiten, weiten Schritte. Kriegst du die Dinger denn auf? Die Deckel sind so fest drauf. Jetzt geht's los. Farmer Power. Weil dieses Spiel ist so dumm, ist unglaublich. Okay. Gib mir die Pumpe. Jetzt können wir doch selber machen. Also für den Rest brauchen wir dich nicht mehr, Mr. Peter. Du nutzt die Pumpe. Nun, sie da reinzukriegen. Hey, yo! Oh, läuft. Wir müssen ihm noch nicht mal unsere Flasche geben, damit er die Flasche mit Öl voll macht. Er gibt uns sogar schon mal ein eigenes Behältnis. Hier, wie wär's damit? Eine volle Ölflasche. Öl. Oh, whoops! Ach, komm schon, jetzt lässt das Ding nicht da unten reinfallen. Kakashi, hol sie wieder raus. Unglaublich. Oh, das tut mir echt leid. Ich hab die Ölflasche unter den Stand fallen lassen. Dann mach doch bitte einfach meine Flasche voll. Wo ist Kakashi überhaupt? Kakashi? Nicht da. Natürlich ist er nicht da. Ach, Kakashi. Wo ist der Kerl? Warum liegt denn hier Stroh rum? Schwarze Federn und Stroh sind auf dem Boden verstreut. Na sowas. Was könnte das nur zu bedeuten haben? Ja gut, dann gehen wir halt wieder ins Krähennest. Jesus Christ, Kakashi, ernsthaft. Was kann diese verdammte Vogelscheuche eigentlich? Außer in kleine Löcher reinkrabbeln. Da ist er ja. Ah, Mister! Aber jetzt sowas wie ein Bosskampf. Klingt irgendwie nach Bosskampfmusik hier. Mister! Das ist schrecklich! Wir haben zum Glück eine Schleuder für sowas, schätze ich. Ja. Schleuder, go! Ich versuche Kakashi mal einfach da runter zu holen. Nimm das! Hä? Genau auf das Viech gezielt. Wer hat das nicht getroffen?
Schau, man muss den Moment stillstehen, damit das funktioniert. Dann ziehen wir halt auf die Wände, die hier am Rand ist. Komm rüber, Krähe. Thromp. Aha. Blödes Viech. Schiff, wenn es nicht daneben, wenn wir sehen, wo sie hinfliegt. Okay, da vorne ist ein Anlaufpunkt von ihr. Ponk. Blödes Viech. Ja, hat Tingle gut gemacht. Das war ein wenig angsteinflößend. Aber jetzt geht's mir gut. Danke, Mister. Yay! Yay, Kakashi. Yay. Das war unglaublich, Mister. Ich habe so das Gefühl, das werden wir in Zukunft noch häufiger machen müssen. Das war nämlich irgendwie zu einfach. Ich glaube, das wird demnächst noch schwerer werden. Ja gut, wenn wir sowieso schon mal hier vorne sind, dann können wir eigentlich mal eben zu Speicherschwein rübergehen. Guten Tag, ich bin Schwein. Willst du speichern? Ja, ich möchte bitte speichern. Und zwar hätten wir da ein merkwürdiges altes Paar. Ja, warum nicht? Bist du sicher? Alles gespeichert, oink. Gut. Dann würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit und machen an dieser Stelle eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir Kakashi dafür nutzen werden, das Öl aus der kleinen Einkerbung wieder rauszukriegen, womit wir dann die Roboterdame ölen können sollten. Mal gucken, ob sie sich uns anschließt oder einfach abhaut. Wir werden es sehen. Bis dahin, see ya!